Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Endlich ist es soweit. Der Bolzen-Patch ist draußen. 1.0.11 ist da, Leute. Endlich. Wir haben lange drauf gewartet. Wenn du keine Bolzen-Videos mehr verpassen willst, geile Builds, coole Guides, fantastischer Shit, Digga, dann lass ein Abo da, ja? Würde mich übelst freuen und du supportest diesen Kanal heftig damit. Auf jeden Fall, wir gehen das ganze Ding mal durch. Ich freue mich. Denn ich habe schon so ein paar geile Sachen gesehen, ja, die pushen so richtig. Und gerade in Sachen Magier freue ich mich übelst. So, lasst uns das mal gemeinsam durchgehen. Ich habe ein bisschen rangezoomt, dass ihr auch alles seht. Allgemein, es wurde ein Fehler behoben, bei dem Genese nach dem Sieg über den Akt 2 Boss fehlende Animation aufwies. Okay. Es wurde ein Fehler behoben, durch das die Sturmfallbeleuchtung beim Laden der Akt 2 Karte nicht korrekt dargestellt wurde. Ah ja, den Fehler hatte ich auch immer, glaube ich. Da war es echt dunkel. Es wurde ein Fehler behoben, welcher einen schwarzen Bildschirm oder einen Absturz beim Laden einer beschädigten Offline-Charakterdatei verursachte. Hatte ich jetzt nicht. Ich hoffe, damit konnten die einigen helfen. Das Nachrichtenfenster wurde aus dem Hauptmenü entfernt. Muss ich sagen, hat mich eigentlich nicht so gestört. Eher im Gegenteil, weil da konnten mir auch Leute schreiben, wenn ich im Hauptmenü war, I don't know. Verschiedene Kleinabstürze wurden behoben. Okay, das ist schon mal gut. Verschiedene Serverabstürze wurden behoben. Das ist auch schon mal gut. Netzwerk. Es wurden Fehler an der Freundesliste und der Freundesaktivität behoben, die Spieler daran hinderten, sich anzuschließen. Boah, hoffentlich haben die es endlich gefixt, dass man auch Leute sieht, wenn die online sind. Und irgendwie musste ich manchmal Leute aus der Freundesliste kicken, um die dann einladen zu können. Ein Desynchronisationsproblem des Partyleaders wurde behoben. Sehr gut. Das sind ja schon mal gute Neuigkeiten. Kommen wir zum Gameplay. Es wurde eine maximale Obergrenze für den Schadensbonus hinzugefügt, der durch die Anzahl der Status-Effektstapel über aktive Fähigkeiten Modifikatoren bereitgestellt wird. Alles klar, das wäre ein Ailment-Nerf. Hier steht jetzt nicht wie viel. Ich habe eben eine Runde gemacht, da habe ich nichts gemerkt. Schreibt sie mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ja, ob ihr irgendwas am Status-Effekt-Stapel-Damage merkt. Wie gesagt, ich jetzt nicht. Schau mir gleich nochmal im Englisch nach, ob es da irgendwie anders und detaillierter steht. Finsternis betäubt jetzt eine Sekunde lang. Der Modifikator Feensturm erhöht die Betäubungsdauer nun um 0,5 Sekunden. Finsternis lange nicht mehr gespielt, Feensturm auch nicht. Müsste ich jetzt nochmal schauen, ob das ein Buff oder ein Nerf ist. Der Verbrennungseffekt fügt nun 5 Zielen statt allen Zielen um das betroffene Hauptziel herum Schaden zu. Ja, I don't care, Real Talk. Ist zwar für einen Trash ganz nice gewesen, dass alle den Damage bekommen haben, aber für einen Trash, der fällt eh instant um, normalerweise bei einem guten Bild. Deswegen, vielleicht sorgt das auch für ein bisschen Stabilität. Die Anzeige des Gesundheitsbonus, der im Tooltip für aktive Fähigkeiten Modifikatoren für Beschwörung angezeigt wird, wurde behoben. Der angezeigte Wert entsprach nicht der tatsächlichen Gesundheit des beschworenen Dieners. Okay, das ist schon mal nice, dass man jetzt wenigstens den richtigen Gesundheitsbonus angezeigt bekommt. Und damit die tatsächliche Gesundheit des beschworenen Dieners. Nice für Beschwörer. Wobei jetzt hier auch keine Buffs sind. Ich muss mir den Beschwörer sowieso mal anschauen. Wollte ich eh mal machen. Und ja, dann schauen wir uns das mal an. Spielt jemand von euch Beschwörer? Ist der viable im Moment? Ich habe gehört, ja, aber sehr, sehr langsam. Aber hey, wer klärt, hat recht, ja. Solche Builds machen auch Spaß und muss ja nicht immer alles schnell sein. Ich habe gerade mal umgeschaltet auf die englischen Patch Notes und da steht auch nichts Präziseres. Das bedeutet tatsächlich, wir müssen es testen und wir müssen es über die Community herausfinden. So, kommen wir zu den Gegenständen. Das 3D-Modell für die Anzeige auf dem Boden von Verschleierte Sonnenfinsternis und die Galionsfigur wurde korrigiert. Okay, das 3D-Modell habe ich gerade nicht im Kopf, aber nice. Jetzt kommt's, Leute. Die neue einzigartige Stufe für Waffen und Schilde wurde hinzugefügt. Also für Unix, die ab Umgebungslevel 65 und höher fallen gelassen werden. Dies betrifft, jetzt werden hier die ganzen Items aufgezählt, da ist natürlich nicht der Trial oder sowas dabei oder Rüstungsgegenstände, sondern tatsächlich nur Waffen und Schilde erstmal. Ich denke, Rüstung wird noch kommen. Vielleicht im nächsten Patch, wir werden es sehen, aber das bedeutet, heute Abend live im Stream farmen wir Unix und dann werden wir sehen, ob die jetzt endlich mal
useful sind, ja? Ob wir die gebrauchen können, ich hoffe hier die Chronozelle oder so, das wäre geil, oder so eine richtig geile Zweihandachse wie der Schnittig oder auch schöne Pistolen, ja? Mal sehen, ich bin echt gespannt, was du jetzt für Werte bekommst. Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass nach einer bestimmten Stufe kein prozentualer Elementarschaden auf Rüstung erzeugt werden konnte. Wahnsinn, Leute. Wisst ihr, wie der steil der Mage jetzt noch mal gehen wird? Ich muss ja Overall Damage spielen auf dem Mage. Und jetzt kriegen wir Elementarschaden auf Rüstungen. Das heißt, heute Abend muss ich noch mal kurz das Bogenbild beiseite schieben, um noch mal den Mage mir anzuschauen, um effektiv auch noch mal Items zu farmen, weil der ist richtig, richtig, richtig krass, Alter. Ich verlinke euch auch mein Mage-Bild, der war schon vorher richtig gut. Und jetzt hier oben in der Infobox, ja, und jetzt wird der nochmal eine Nummer stärker. Wahnsinn. Freue ich mich drauf, finde ich auch korrekt, ja. Damit kriegt der Mage, boah, der wird, was denkt ihr, Leute? Overpowered? Der war vorher schon, also vorher war der übertrieben, aber jetzt kriegt er nochmal ein richtig, ich denke, das wird mit das stärkste Bild werden, ja. Kommen wir zu den Gegnern. Der unbefleckte Fanatiker und der Fanatiker-Klon sind jetzt mit Projektilen leichter zu treffen. Retalk, das ist der Dönerspießmann. Gib mir richtig auf die Eier, der Mob, ja. Gerade mit Projektilen war der echt scheiße zu spielen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das wirklich besser ist, ja. Wenn du irgendwas mit Orb gespielt hast, Digga, du hast es nicht. Boah, das war ätzend, ey. Ohne Trial. Ich hasse den ohne Ende, den Dönerspießmann. Aber eigentlich ist der leicht machbar, wenn man den kitet, zu den Mobs zieht. Gut, jetzt mit Trial, ja. Und dann platzen lässt, dann ist er einfach. Ohne Trial ist der mega nervig. Muss man auch die ganze Zeit kiten, damit er nicht seine Klone frisst und sich die ganze Zeit heilt. Also ich bin mal gespannt. Gerade für Bogenspieler, für Gunner ist das natürlich eine extreme Erleichterung. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem eine Instanz des Justiziars die Fähigkeit unerbittlicher Fortschritt weiterhin verwendete. Boah, Leute, hatte ich noch nie den Bug oder den Fehler, kann ich gar nicht zu sagen. Der pazifizierte Hierophant, der vom Aurora-Ritter beschworen werden kann, ist jetzt schwächer. Weniger AP und weniger Modifikatoren. Ich muss sagen, der Aurora-Ritter war bei Patch 1.09 einer der krassesten Mobs überhaupt. Der war eh immer stark. Mittlerweile geht er, finde ich. Und yo, ob die Adds jetzt genervt werden mussten, weiß ich nicht. Er ist zwar stark, aber yo. Ja gut, komm. Den Nerf nehmen wir natürlich gerne mit. Kommen wir zum Endspiel. Und den nächsten Note fühle ich komplett. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Belohnungen für den unbefleckten Modus manchmal nicht richtig ausgewürfelt wurden. Spezieller Sarizel Affix fehlte. Ey, das kam mir so komisch vor. Aber ich wusste nicht, dass es ein Bug ist. Endlich. Dankeschön, Leute. Danke, dass das gebufft worden ist, beziehungsweise dass das endlich mal behoben worden ist. Jetzt sollten wir eigentlich beim S-Plus-Run viel öfter den besonderen Affix bekommen. Sowas wie Wut und Willenskraft auf Ringe. Ja, die Erhöhung. Oder spezielle Skills. Dafür macht man den ganzen Kram, ja. Ich hoffe auch, dass es jetzt öfter Legistar gibt, ja. Es wurde ein Problem behoben, durch das Reagenzien verschwanden. Wahrscheinlich, sobald das Projekt Reagenzien-Seltenheit erhöhen, auf den Schwarzmarkt gestartet wurde. Okay, super. Aber der erste Note, oh, da freue ich mich heute Abend. Heute Abend werden S-Plus-Runs gestartet. Zwischen 21 und 22 Uhr streame ich, ja, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und, Unix werden gefarmt. Oh, ich fühle es, heute Abend gibt es einen richtigen Buff meines Charakters. Cool, Mann. Am Ende werden nochmal die Lokalisierungen aufgeführt. Die werden ja sowieso immer verbessert und aktualisiert. Brauchen wir jetzt im Detail nicht durchgehen. Könnt ihr euch selbst durchlesen. Apropos selbst durchlesen, ich habe euch unten in der Infobox die deutschen Patchnotes nochmal verlinkt, ja. Könnt ihr euch nach dem Video in aller Ruhe nochmal geben. Schaut euch das an, lest es nochmal durch. Und ja, und dann bin ich gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare, was haltet ihr von dem neuen Patch? Ich finde, da sind ein paar geile Sachen dabei. Ich freue mich wie Hulle, Digga, heute Abend die neuen Unix zu farmen und bitte, bitte, bitte hoffentlich keine Enttäuschung. Ja, das wäre so
scheiße. Ich hoffe, die sind jetzt wirklich zu gebrauchen. Ansonsten wäre es echt traurig, ja. Ich hoffe, die kann man wirklich irgendwie einbauen und die sind jetzt auch den Status eines Unix wert. Das ist das Einzige, was ich wirklich hoffe. Ja, S-Plus-Runs, Untainted, finde ich auch megamäßig. Und eben im Run, ich habe ja gesagt, ich habe mal gerade einen Run gestartet wegen dem Element-Debuff, um was zu checken, habe ich sofort Folgendes gefunden. Oh mein Gott, Alter, Schuhe mit Elementarschaden. Ach, was freue ich mich schon. Das war auch komisch, ne? Es gab Material, es gab Okkult, aber keinen Elementarschaden. Jetzt endlich ist er drauf. Und jetzt kann man echt nochmal verschiedene Builds spielen. Ich werde, wie gesagt, nur ganz kurz den Magier anfassen, um heute Abend effektiv und schnell farmen zu können. Um euch dann die neuesten Sachen zu berichten und dann sofort wieder überspringen in das Bogenbild. Viele haben es mir schon in die Kommentare von meinem letzten Video geschrieben. Hey, Reed, sag mal, bist du gerade ein Bogenbild am Testen? Ich freue mich schon. Leute, seid nicht enttäuscht. Es geht weiter. Es geht weiter. Und ihr habt es richtig gesehen. Ich bin den Bogen am Testen, ja. Und ich sag euch, der ist effektiv. Vielleicht wird er heute Abend noch effektiver. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was der Patch bringt. Wieder ein kleines Stück. Es geht wieder ein kleines Stück nach vorne, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare. Ich bin noch mehr gespannt, was ihr davon haltet. Freue mich, alles zu lesen. Werde alles beantworten. Und sehen wir uns heute Abend live im Stream. Ach so! Ha! Für die Leute, die mein Video bis zum Ende gucken. Kleiner Bonus. Ich verlose heute Abend auf den neuen Patch die Verhandlung. Was soll der Hass? Render! Ja, einer geht raus. Heute Abend die Verhandlung für euch live im Stream. Ich komme online zwischen 21 und 22 Uhr. Wir sehen uns. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Lasst mir ein Abo da. Bis dann. Ciao, euer Dreed.